Hallo Mama, wie geht's? Hi Schatzi, wir warten auf dich. Wo bist du? Kommst du für Weihnachten? Du, ich schaffe es dieses Jahr leider nicht. Ich muss noch so viel für die Klausuren lernen. Und außerdem habe ich immer noch keinen neuen Mitbewohner gefunden. Echt? Hast du bis jetzt noch keinen gefunden? Ich hatte schon drei Castings und da war trotzdem nicht der Passende dabei. Ach so, ja, wieso? Erzähl mir mal. Ja, schöne Wohnung. Ich mag vor allem die ganzen bunten Farben. Viele richten ja ihre Wohnung recht trist ein. By the way, wie ist es eigentlich mit Partys und so? Ich würde gerne ab und zu mal ein paar Freunde anladen, wenn das okay wäre. Also, wäre schon cool. Achso, und wäre es okay, wenn am Wochenende mal ein Freund hier übernachtet? Sein Freund und hier übernachten, Homosexualität. Ich respektiere ja eigentlich alle Menschen, aber zusammenwohnen, das schaffen wir nicht. Ja, Schatzi, du bist ja schon erwachsen und musst die Entscheidung selber treffen. Erzähl mal, wie sieht es denn mit den anderen aus? Ja, die Wohnung finde ich schön. Ich kann normalerweise ab nächste Woche umziehen. Jetzt sollen wir. Ein paar Punkte müssen geklärt werden. Ich bin ein nachtaktiver Mensch. Ich versuche unter der Woche Bassongs mit meiner Gitarre zu komponieren und während dem Wochenende so spät mit meiner Band für Events zu arbeiten. Ob das für dich passt? Ich finde sie ja nett, aber unter der Woche und vor allem am Abend brauche ich meine Ruhe. Bei lauter Rockmusik kann ich mich nicht auf mein Jurastudium konzentrieren. Ja, Liebes, du bist ja frei, die Entscheidung zu treffen. Aber vielleicht wird ja doch ein bisschen lauter zu Hause. Aber erzähl mir erstmal von den anderen. Ja, die Wohnung ist modern und gemütlich. Außerdem ist die in der Nähe von meiner Sprachschule. Aber ich habe einen kleinen Wunsch. In der Küche stehen ein paar Weinflaschen und es wäre sehr nett und lieb von dir, wenn du die in deinem Zimmer versteckst. Nächster Monat fängt Ramadan an und bei uns ist es Haram, das zu trinken oder nähren. Ansonsten, nach 30 Tagen können wir gerne ein paar Bierchen zusammen trinken oder sogar ein Party feiern. Bist du damit einverstanden? Er ist schon ein attraktiver Mann, aber mein Zimmer ist so klein, das geht nicht. Außerdem habe ich nur das Wochenende, um mein Aperitif in meiner Küche zu trinken und das würde ich auch gerne machen. Also, er passt auch nicht. Ja, aber ich finde, dass es wirklich komisch ist. Aber wie, das verstehe ich nicht. Tatsächlich, was ich damit sagen möchte, ist, dass einer sieht wie der andere aus. Denkst du, dass du alleine leben würdest? Überleg dir das doch mal. Jetzt muss ich tatsächlich los. Tschüss. Ciao, Mama. Her heart can't take it, and she might not make it. They say, don't dare, don't you even go there. Got enough, you don't care. You do as you're told. Till you wake up, go put on your makeup. This is just a phase you're gonna grow. Something wrong with the village, with the village. The field.